Willkommen zu Folge 2 unserer Pirelli Hot Lap und wir sind in Australien. Bei unserem zweiten Drift natürlich auf anspruchsvoll. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst unbedingt gerne ein Däumchen nach oben da. Und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei und auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Links überall in der Bio, macht die 12K voll. Und wir starten jetzt. Drift kennen wir schon vom letzten Mal. Habt ihr die letzte Folge nicht gesehen? Schaut gerne oben vorbei. Und ich freue mich auch schon auf Rivals Battle. Drift, viele die Forza gespielt oder Forza spielen, sollten eigentlich wissen, wie Drift funktioniert. Ich liebe eigentlich Drift, das macht so viel Bock. Punkte sind aber auch eine Stange, auf jeden Fall. Aber im Regen. So, die lassen wir uns mal geben. Die Hälfte ist schon da. Ja, das war nicht so lecker. Ja, und das Zurückschieben kostet ja zu viel Zeit, deswegen werden wir hier ab dem Moment. Wow, das geht sehr smooth, das geht sehr. Nein, abgebrochen. Wow. Fuck, es läuft halt nicht so flüssig, wie mir das gewünscht hätte. Es läuft halt nicht so extrem flüssig. Wir haben nicht mal noch die Hälfte, aber die halbe Zeit ist schon vorbei. Ja, es gibt schon 2K. Jetzt ist echt gut. Wow, der Drift-Porno. Okay, ich weiß nicht, ob das Wort hier erlaubt ist. Der Drift-Porno grafisch, wirklich. Passt, ich glaube, die 1000 sollten wir es mal dazu rechnen lassen. 700 gehen fehlen noch. Ja. Ja, 500? Na! Gut, wir brauchen den Respawn. Es tut mir leid, Leute. Wir brauchen den Respawn. Der war unnormal gut. Wobei es fehlen nur noch 700, also. Sollten die 10K voll machen. Wow! Ah, fuck. Egal. Passt, das war's schon. Das war's. Huch, das war hardcore. Und die, ohne den Respawn, glaube ich, wäre es echt eng geworden. Hardcore. Echt schon. Puh. 9400 Punkte reicht für Gold. Es geht in die Average Speed Zone nach Imola. Eine sehr coole Strecke. Ich hoffe, dass es trocken ist auf jeden Fall. Bei feuchte Strecke wäre nicht so schön. Es regnet wieder. Ach, das ist einfach nur mühsam. Los geht's. Immerhin mit einem McLaren. Und das ist eigentlich auch schon Majestätsbeleidigung auf der Ferrari-Strecke mit einem McLaren. Wir brauchen die 143. Oh, Alter! Oh, du direkt ausgebrochen beim Lenken. Huch, das wird schwierig. Probieren wir es nochmal.
ein bisschen früher bremsen auf jeden Fall die Devise. Ich muss ja gar nicht pushen, hier raus dann pushen. Das sollte reichen. 146, irgendwas. Okay. Aber Halleluja, dass man den Arsch auf Grundgas gegangen, gerade in der zweiten Kurve. Da ist es echt ziemlich schwierig, das Auto gerade drauf zu halten. Probieren wir nochmal einen Versuch. Der erste ist eh schon disqualifiziert worden. Das Auto ist urschwierig zu handeln. Also wirklich. Gerade hier, das Auto wird zu schwummrig. Und hier wuchten wir das Auto in die Kurve rein. Wir sind ein Ticken schneller. Reicht aber, wir haben es geschafft. Easy going. Das ist echt ziemlich schwierig. Das ganze Handling von dem Car ist echt unnormal schwummrig. Gerade im Regen so richtig, das schiebt das Auto richtig an, obwohl du lenken willst. Ziemlich interessantes Handling, würde ich mal sagen. Wie kommt ihr mit dem Handling von der F1 22? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist schon, dass ich sagen muss, huch, teilweise echt schwierig. Auf jeden Fall. Nächster Checkpoint-Herausforderung. Nochmal auf der Emilia Romana. Boah, wie klein das geschrieben ist. Ich hoffe diesmal auf trocken, aber ich befürchte wahrscheinlich wieder auf nass. Hier sind trockene Bilder. Doch. Das könnte interessant werden. Wir müssen nämlich... die Türme sind mir noch nie aufgefallen. Das sind 5G-Masten anscheinend, oder? Gut, also wir müssen 9250 Meter zurücklegen. Haben aber immer nur eine gewisse Zeit, bevor wir den Checkpoint erreichen müssen. Man kann Verwarnungen bekommen. Hier bekommen wir wieder Zeit. Boah, das Auto steht quer. Halleluja. Ja, da kommt das Auto ein bisschen, aber es ist sogar in Ordnung. Jetzt gibt es 19, also immer wieder eine Sekunde weniger. Das heißt, wir sollten schon, ja, eine Runde hat um die 5 Kilometer. Das heißt, wir brauchen fast 2 Runden. Die sollten wir aber auch easy going schaffen. Oh, es sollte eine Verwarnung geben. Nein, wir waren jetzt echt weit draußen. Halleluja. So, runter da, runter. Jetzt gibt es eine Verwarnung, für was denn bitte? Ich war da hinten 3 Kilometer über der Linie drüber. Pff, ich fliege. So. Jetzt gibt es sicher eine Verwarnung. Ja. Die kann ich nie einschätzen in dem Auto. Die war immer in Green gefahren. Sag ich ja, wir haben jetzt 4000, sicher 5000 Meter. Boah, sehr spät auf der Bremse. Salala! Rausbeschleunigen hier. Und das reicht erstmal. Locker. 53 Sekunden. Und wir haben jetzt eine Runde vorbei. Sollte jetzt reichen. Wenn wir eine zweite schaffen, sind wir eigentlich schon drüber. Aber die Zeit wird natürlich jetzt immer knapper. Oh, das war. Sorry. Ja. Das Gute im Vergleich zu dem Formel 1 Auto ist, man kann hier die Sausage Curbs voll nehmen und das Auto bekommt keinen Unterbodenschaden. Das ist echt das einzige Gute an den Autos. Und hier, zack. Jetzt wird es aber schon lächerlich. No front oder so, aber es ist schon ein bisschen lächerlich. Und hier wieder spät auf der Bremse. Ich muss mir das ein bisschen abgewöhnen, weil das kostet natürlich auch Zeit. Und wenn du zu spät in die Kurve reinkommst, ich denke mal, wir sind ja noch auf einer ganz ordentlichen Zeit herum.
Das ist ein Wahnsinn, den Berg hinauf wird das Auto so unruhig, wirklich. Dann bist du ganz schwerelos. Und dann musst du mal den Scheitelpunkt treffen. Jetzt gibt es wieder eine Verwarnung, oder? Das war nämlich ganz wichtig, dass man hier keine Verwarnung bekommt. Aber es muss... Boah. Nur 30 Sekunden und der nächste ist erst unten. Da ist okay. Da unten ist auch noch einer, oder? Ja, letzte Kurve. Ich glaube, wir fahren auf Zeit, das schaffen wir. Die Verwarnungen sind halt nicht so schön. Zwei Runden sollten wir schaffen. Da dachte ich mir auch, dass wir das hinbringen. Was, das war's. Bis zur ersten Kurve ist es unschaffbar, glaube ich. Passt. Fahren wir. So, das war's. Wir haben es wieder geschafft. Das war schon eine harte Geburt auf jeden Fall. Diese Aufgabe war ziemlich schwierig. Also finde ich meiner Meinung nach, natürlich, wenn du die Pace drin hast, vom Car und so weiter, ist es schaffbar. Aber dass wir da 10.000 Meter geschafft haben, finde ich fast ehrenwert auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zugucken. Ja, ich möchte eigentlich kurze Videos machen, aber dennoch sehr viel Stuff reinbringen. Also ich denke mal, so drei Sachen, wenn wir die immer schaffen, ist okay. Wir konnten heute... das hier und das hier und das hier schaffen, also wieder drei. Nächstes Mal gibt es dann das erste Mal Autocross in den USA, in Miami. Abonniert den Channel gerne für mehr, lasst auch gerne den Daumen rum da und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf it-tobi auf TikTok vorbei. Links war unten in der Bio, wir sehen uns hoffentlich morgen oder später. Bis zum nächsten Mal und ciao.